Und damit der Blick jetzt nach Moskau zu unserem Kollegen Christoph Warner. Christoph, natürlich wollen wir auch hier einmal schauen, wie sind denn die Reaktionen aus dem Kreml, aus Russland jetzt auf diese Entlassungen durch Präsident Selenskyj? Also Reaktionen aus dem Kreml gibt es noch nicht. Ich denke, man genießt und schweigt. Denn diese Entlassungen jetzt in der Ukraine, Geheimdienstchef und Generalstaatsanwältin, die zeigen ja ganz offensichtlich, dass es da große Differenzen gibt, dass es Streitigkeiten gibt in der ukrainischen Führungsetage und dass es da eben dann auch für russische Dienste, Geheimdienste, die Ansatzpunkte gibt, Verunsicherung zu stiften, Hass zu schüren, Keile zu treiben, anzuwerben oder abzuwerben. Genau darum wird es jetzt gehen. Und von daher nehme ich mal an, dass das hier im Kreml nicht nur mit großem Interesse beobachtet wird, sondern auch mit einer gewissen Genugtuung. Eben festzustellen, dass die ukrainische Regierung nicht geschlossen fest zusammensteht und kein Monolith ist. Und dass es da Ansatzpunkte gibt für die Geheimdienste.